In diesem Video erkläre ich euch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Wolfram-Elektrodentypen und für welche Anwendungsgebiete ihr welche Elektrode nutzen könnt. Die Wolfram-Elektrode, wie der Name schon sagt, besteht zum großen Teil aus Wolfram. Wolfram wird aus dem Grund genutzt, weil die Schmelztemperatur von Wolfram bei ca. 3400 Grad liegt. Dadurch bleibt diese während des Wegschweißens auch bestehen und schmilzt nicht ab. Aber es gibt nicht nur Wolfram-Elektroden, die aus reinem Wolfram bestehen, sondern auch Elektroden mit verschiedenen Oxidzusätzen. Diese kann man erkennen an den unterschiedlichen Farbkennzeichnungen am Ende von der Elektrode. Die Oxide in den Elektroden haben verschiedene Auswirkungen auf die Standzeit oder die Zündfähigkeit. Wolfram-Elektroden mit Zeher- oder Lanthanoxid begünstigen das Zünden bzw. Wiederzünden des Schweißprozesses. Diese Elektroden kann ich euch empfehlen für zum Beispiel Heftarbeiten, wo ihr immer wieder kleine und schnelle Heftpunkte hintereinander setzen müsst. In die Gruppe der Wolfram-Elektroden mit Lanthanoxid zählen die Wolfram-Elektroden mit der schwarzen, der goldenen und der dunkelblauen Kennzeichnung. In die Gruppe mit Zeoxid zählen zum Beispiel die grauen Wolfram-Elektroden. Wenn ihr lange Schweißnähte ziehen wollt, wo es auf die Standzeit der Wolfram-Elektrode ankommt, dann nehmt am besten Wolfram-Elektroden mit Mischoxiden, wie zum Beispiel die türkisen, lilanen oder pinkgrauen. Diese ersetzen die Wolfram-Elektroden, die früher mit Thoriumoxid gemischt wurden. Der Grund, warum Wolfram-Elektroden mit Thoriumoxid ersetzt wurden, liegt darin, dass diese bei der Benutzung bzw. beim Anschleifen, zum Beispiel an einem Schleifbock, radioaktive Stoffe freigeben, die nicht gesund für euch sind. In die Gruppe dieser Elektroden zählen zum Beispiel die gelbe, die rote oder die hellblauen Wolfram-Elektroden. Reine Wolfram-Elektroden oder Wolfram-Elektroden mit Zirkonoxid sind besonders gut geeignet zum Verschweißen von Aluminium. Bei der Verwendung dieser Elektroden beim Schweißen von Aluminium ist die Gefahr von Schmelzverunreinigung deutlich geringer. In diese Gruppe gehören die grünen Wolfram-Elektroden, die aus reinem Wolfram bestehen, oder die braunen und die weißen Wolfram-Elektroden, die mit Zirkonoxid gemischt sind. Eine Übersicht der Elektrodentypen mit den Farbkennzeichnungen findet ihr auf unserer Internetseite. Den Link zu der PDF verlinken wir euch in der Videobeschreibung. Habt ihr mal Probleme beim Schweißen oder beim Zünden, muss es nicht immer das Gerät sein, sondern es kann auch an Kleinigkeiten wie zum Beispiel einer falsch ausgewählten oder einer abgenutzten Wolfram-Elektrode liegen.